Moin und damit Halli, hallo, hallöchen. Hallo. Ricky hat Bock. Jawohl. Aber willkommen bei Secret. Das ist Code, das kann ich. Sag nicht den Namen. Ja. Wenn es nicht sein muss. Nee, muss nicht sein. So, wir spielen Codenames. Ich bin voll im Team alleine gegen das Gehirn. Monkey Alter, wir haben Scheißwörter. Und, ich spiele doch auch gegen euch. Ach ja, Hockey ist ja auch noch. Du bist auch das Gehirn. Ja, Hockey ist auch da. Ihr drei seid das Gehirn. Ich muss mich konzentrieren jetzt. Seid mal alle ganz ruhig, dann muss ich konzentrieren. Ja, jetzt seid mal alle. Wir so, gemacht. Ich bin halt überlegt. Ich bin richtig vor mir, sie gerade nach vorne gelegt hat und dann sie die Hände an dem. So, Fully, komm schon. Genau so wir beide eigentlich verstehen wir beide uns ganz gut, Fully. Wir sind eigentlich gar nicht so doof. Ihr seid halt Namensvetter. Ja. Das war der Ricky und der Richard, ne? Okay. Schiff. Richard, so. Also ganz klar schon mal der Anker, auf jeden Fall, weil das macht Sinn. Schuster, manchmal braucht man auch einen frischen Schuh auf dem Schiff. Ja, nee, ich glaube aber nicht. Warte, Schimmel. Leipzig, ne? Mit dem Booten immer. Japan, nee, Schimmel vielleicht. Also ich versuche gerade durchzuschauen. Ich überlege auch gerade, was meint denn als zweites mit Schiff? Ich meine, der Anker ist relativ. Der Anker ist also den nehme ich auch schon mal. So. Dann ist ja schon mal. Vielleicht höchstens. Flöte. Was er jetzt. Ja, ich denke auch die Flöte höchstens wahrscheinlich. Die Pyramiden wurden noch mit Schiffen gebaut, oder? Ja. Oder Ferien, weil man also, ja auf die Ferien fährt. Schon. Weil man auf die Ferien fährt. Eine Schiffsplatte. Gibt's sowas? Schiffsplatte? Schiffstisch? Schiffsschimmel? Ich glaube, es ist die Flöte. Es ist die nicht Flöte. Flöte. Immerhin neutral. Immerhin neutral. Also ich sag dann die Flöte, wegen tschut, tschut. Das ist keine Flöte. Der ist doch so ähnlich wie eine Flöte. Na ja, gut. Okay. Scheiße. Schiff ist ja auch nur ein großes Boot. Okay, ist ja. Ist auch bei dir ein bisschen schwer, ne? Okay, es ist wirklich schwer, ist chillig eigentlich, ne? Mhm. Das Feuer scharf ist schon mal nice, ne? Oh, ich hoffe, dass Maeve zuerst dran ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieso? Wir machen beide gleichzeitig. Wir sind doch gleichzeitig dran. Ah, shit. Jetzt keine Scheiße, Hockey. Jetzt kein Schiff oder so. Man kann es bestimmt einstellen, dass man sich abwechselt dann oder so. Nee, aber wir haben die Zeit für sowas. Ja, ich wechsle mich auch immer ab. Ach, siehst du, weil Johnny nicht da ist, haben wir auch gar nicht unsere eigenen Begriffe, ne? Ja, das stimmt. Schade, ich bin schon unaufgeräumt. Ja. Staub ist auf jeden Fall, wenn du so unaufgeräumt bist. Stark. Ja. Sehr stark, ja. Frankfurt, ja, würde ich sagen, auch noch, ne? Schimmel vielleicht, ne? Unaufgeräumt, schimmelt alles. Frankfurt ist unaufgeräumt. Ja, schimmelt auch. Frankfurt schimmelt auch, ja. Also, Staub finde ich schon 100%, oder? Yeah. Ja. Gehen wir rein? Ja. Gehen wir rein. So, die Sache mit Schimmel ist jetzt unaufgeräumt. Ja, also mehr als Schimmel. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn er Staub und Schimmel hätte, vielleicht hätte er dann. Ich weiß nicht, ob man dann unaufgeräumt gesagt hätte, weil es sind nicht wirklich was bei beiden, was man wirklich aufräumt. Studenten dagegen. Er hat mal in einer Folge von Jokeboot gesagt, dass sein Zimmer aufgeräumt ist wie deine Glatze. Sein Schlafzimmer. Deswegen. Das stimmt. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es das ist. Hockey will uns eine geheime Botschaft senden. Ja. Weißt du was, ich bin auch für einen Schimmel. Ja, rein da. Ich glaube, so ein Student ist auch schon, ich überlege, ja, aber Garten könnte auch unaufgeräumt sein. Da sind wir schon wieder. Ich habe das Gefühl, da ist man schon wieder zu weit weg. Ich denke auch. Wir müssen das Offensichtliche nehmen. Oh ja. Yes. Und dann gehen wir raus und dann gehen wir einfach weiter an Fully. Achso, ja, Ratten beenden. Ja, Fully. 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 Keine Sorge. Das wird schon. Ich glaube, Fully hat ein besseres Wort. Fully hat Idee. Geometrie. Oh Geometrie. Ja, gut, Geometrie. Pyramide. So, ein Diamant. Und das Schaf. Naja, in der Theorie, die Pyramide auf jeden Fall schon mal. Mhm. So, der Diamant auf jeden Fall schon mal.
Und jetzt gehe ich all in und sage, der Student. Nein! No! Wegen Geotrimie. Der Student war es nicht. Es wäre der Ball gewesen. Es wäre der Ball gewesen. Ich war der Ball gewesen. Ich dachte, ja, ist nicht schlimm. Oh, der Ball. Könnte auch das Blatt gewesen sein. Man schreibt auf dem Blatt. Oh nein, der Ball. Okay, jetzt müsst ihr mich kurz überlegen lassen, weil ich hatte gerade was mit Student und ja. Deswegen, das war das überlegen. Oh, jetzt frage ich mich, oh mein Gott, Melf, hat der überhaupt den Schimmel gemeint vorher? Ich hoffe so. Wir werden es wohl nicht erfahren. Es könnte halt wirklich auch ein unaufgeräumter Garten sein oder so, ne? Unaufgeräumter Garten. Wenn es einfach nur Glück war. Okay, ich hab's, glaube ich, gleich. Ich gehe noch einmal kurz die Wörter durch. Ja. Mach ruhig safe. Nicht, dass du sowas wie ein Student übersiehst. Okay, was? Nee, safe. Das ist safe. Beschrieben. Ja, da haben wir ja ganz klar das Blatt. Das Blatt ist beschrieben. Ein Schild ist eigentlich auch beschrieben. Da gehe ich mit. Die Wände von Leipzig. Auf dem Ball steht manchmal Wilson drauf oder so, ne? Ja, Wilson. Aber Ball wissen wir, das ist vielleicht, ne? Sehr schwierig. Ich meine, Platte und ein Tisch könnten auch beschrieben sein, aber ich denke, Blatt. Komm. Also Blatt auf jeden also Fall. Also Blatt können wir direkt reinklinken. Und ich denke, Schild, also, fühle ich mich sicher mit? Tisch und Platte sind nicht unbedingt Dinge, die zwangsweise beschrieben sind. Ein Schild dagegen. Da steht immer was drauf. Oh, oder? Nicht unbedingt zwangsweise, aber ich würde sagen ja, zu 90%. Hier sind Mario 64 Schild. Ne? Also nicht der Schild, den Link trägt, sondern. Ja, aber auch so Schilder, wenn ich jetzt von Ritter und so denke, sind auch meistens beschrieben. Ja. Nee, die sind meistens bedruckt. Nee, aber es gab es noch. Komm, wir gehen rein. Verfahren. Schild. Ja. Yeah. Oh, wichtig. Ja. Yeah. Das Problem ist nur, wenn sie jetzt noch 3 Punkte direkt schaffen, dann. Mach mal einen Dreier direkt jetzt. Wieder. Ach, ich direkt wieder nicht den runter. Ball hab ich, Fully. Kümmere dich nicht um den Ball. Den Ball hab ich im Kopf. Ich auch einen Dreier. Arbeitsalltag. Okay. 4 Stück. Es könnte ein Tisch sein, es könnte eine Platte sein, es könnte ein Stuhl sein, es könnte eine Klammer sein, es könnte ein Stock sein. Könnte ein Rahmen sein. Auf jeden Fall ist schon mal der Ball von Wendler Geometrie. Was? Es ist nicht der Ball von der Geometrie? Warum fängst du damit an? Oh, wie gut. Warum fängst du nicht mit den anderen Begriffen an? Weil ich mir sicher war, dass es das ist. Er war sich so sicher. Ich war mir so sicher. Oh nein. Naja. Ja, aber Arbeitsalter, das heißt also... Naja, was soll man machen? Das ist in Ordnung. Stuhl, Klammer... Platte, Stuhl, Tisch, Klammer. Ich glaube, Hockey muss noch ein bisschen nachdenken, weil er Stock. Hat nicht viel Zeit. Ja. Das ist schwer. Ich weiß nicht. Fort. Ich bekomme nicht mehr große... Machst du nicht so stressig. Nimm 2er oder ein 1er. Ist ein 1er auch okay? Ja, ist halt riskant. Ein 1er ist halt vollkommen okay. Ihnen fehlen 6 Stück. Ja, okay. Dann machen wir erstmal 1. Wenn du danach ein 2er schaffst, dann ja. Fully, ich habe Arbeitsalltag noch drin, ja? Wir machen es in 6er-Runde. Gib ihm. Alles gut, ich überlege, was ich machen kann. Drogenspitze! Wow. Schreib doch gleich das Wort auf. Ja, bin ich auch für. Ich guck doch noch mal kurz, aber... Ja, ich ja auch noch mal alles durch, aber in den Ferien denke, macht man sich auch oft Drogen und so, ne? Ja. Okay. Mach erst mal einen geometrischen Ball, Ricky. Mein Gott! Weil er rund ist. Yeah. Scheiße. Wie soll ich. Ich meine, ich muss halt die 6 Wörter, glaube ich. Ja. Dann leg mal los. Ja, ich denke mir auch gerade. Scheiße, wie soll ich das denn anstellen? Geh 1. Keine Sorge, der Ball ist schon raus. Geh auf 1. Ich habe Arbeitsalltag noch im Kopf. Der Ball Arbeitsalltag, wird 4 Stück. Nein, das geht ja nicht. Du kannst dir nur 1 mehr, als ich die Wörter gebe. Ach ja. Und ich kann ja jetzt auch nicht schummeln und dir nur 1 Wort geben. Ne, das wäre halt kacke, das wäre unfair. Kannst du eintragen, was du willst, oder? Ich meine, wäre das nicht unfair, wenn ich 1 Wort meine, aber dann... Du kannst versuchen, ja. Mach einfach, Fully. Ja. Tu, was du kannst. Solange du nicht den Begriff direkt ausschreibst, dann versuch's einfach. Es sind 6 Begriffe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es hinhaut, ist super gering. Osten. Okay. Versuchen wir's. Leipzig. Oh, gut. Stuhl, Tisch, Klammer.
Also Amazer Tag ist, da habe ich noch vor im Kopf, Osten. Osten ist ja Leipzig. So. Gut. Jetzt gehen wir noch auf Stuhl wegen Arbeitsalltag. Nein! Okay. Hey Ricky, kennst du noch ein Land, das im Osten ist? Japan. Das hätte er als nächstes gemacht, weil er will ja oben diesen Gartensong vollständigen. Ja. Oh nein. Oh. Ey, Fudi hat aber auch richtig Handicap mit mir gerade zu spielen, ne? Alles gut, alles gut. Vielleicht habe ich ja auch einfach nicht die guten Worte gewählt. Das ist nicht schlimm, Mann. Bei Arbeitsalltag bin ich halt auch, wäre ich auch super unsicher. Ne. Ich meine, Wolkenkratz wahrscheinlich arbeitet. Also zwei Sachen hätte ich noch, die ich nehmen würde hier. Also easy. Aber dann wird's auch schwer. Ja, Platte, Tisch. Also Tisch hätte ich jetzt genommen halt noch. Klammer. Wegen Büroklammer. Ich meine, Hockey kann bestimmt bestätigen, ich hatte es ein bisschen schwer mit den Wörtern. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Naja, bestimmt. Nein, ja, ja. Nein, safe, ich küsse dein Herz. Nein, er hat es wirklich schwer gehabt. Aber ich küsse doch dein Herz. Grammophon. Zwei Begriffe. Oh, das ist smart. Also eine Platte, ganz eindeutig. Ja, oh, Schallplatte. Nein, die Platte. Was meinst du denn? Komm, wollen wir die Platte direkt einklinken? Ja, hau mal rein. Okay. Oh mein Gott. Ja. Aber Grammophon. Ich meine, Stock könnte vielleicht, weil, keine Ahnung, mit der Nadel, die ist an so einem Stock. Hm. Japan nicht, ne? Passt da nicht. Grammophon, Japan. Nee, oder? Oder doch? Nee, nee, die hat einen Osten-Mave, also. Ja, stimmt. Lass mal nicht Japan auswählen. Garten, da ist auch nicht grammophonmäßig. Ist doch. Grammophon. Ich weiß, es könnte auch auf dem Tisch stehen, vielleicht. Aber der Tisch ist halt auch sehr gefährlich, was den Arbeitsalltag angeht. Und Maeve, Ramen wollen wir nicht nehmen. Okay. Wegen Ramennudeln. Ja, die sind auch sehr östlich, richtig. Mhm. Was könnte Hockey noch gemeint haben? Ich meine, wir könnten auch safe spielen. Oder wir nehmen einfach den Stock. In der Hoffnung, dass er dieses... Das meinte, wo die Nadel dran hängt. Ich meine, man könnte auch... Er hat... Na gut, Plattenspieler hätte er nicht machen können. Das wäre... Oder sagen, vielleicht hat er deswegen Grammophon noch gewählt, weil Anfang... Keine Ahnung, ist vielleicht ein anfängliches Gerät oder so, aber... Nee, er kann ja nicht... Er kann nicht Plattenspieler machen. Ja, komm, ich würde sagen, wir versuchen den Stock. Ja. Ich weiß halt sonst echt... Was kann schon schief gehen? Ja, neutral, okay. Ist gut, ist okay, ist okay. Solid, solid, alles gut. Okay, der Tisch. So viel bleibt ja nicht mehr. Handwerker. Ja gut, das ist auf jeden Fall schon mal der Schuster. Ja. So. Dann der Tisch. Yes. Gut. Jetzt machen sie es einfach zu Ende. Arbeitsalltag, die Klammer. Nein! Yo! Was? Oh, also ich hatte es nie genommen. Ich habe so um 5 Ecken gedacht mit Grammophon. Ich dachte so Klammer wegen Nadel irgendwie kommt jetzt drauf zu verbinden. Ich hätte Klammer smart genommen. Aber ja, ist okay. Wegen Büroalltag. Aber ich habe wegen Arbeitsalltag gar nicht. Hm? Du hast ausgenommen, Japan war nicht dabei, Fully. Er hat das auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, bis du es nicht erwähnt hast. Ja, das stimmt. Er war bei den komplett richtigen Wörtern und meinte so, da ist noch ein Land. Aber, und dann ist er auf einmal wo ganz anders. Nee, das Land habe ich gesagt, als er zu Ende hatte. Ja, ich habe ihm noch nicht Tipps gegeben, Fully, komm schon. Du hattest so viele Wörter die ganze Zeit richtig und dann hast du gedacht, ich nehme jetzt aber das ganz andere, worüber ich nicht vorher nachgedacht habe. Bei Geometrie war der Rahmen dabei, oder? Ja, scheiße. Okay. Also, das hätte ich, glaube ich, noch Haarschmuck gemacht. Ich war auch Ferien dabei, weil Ferienfahrt. Du warst komplett spot on. Oh, Mann. Ja. Noch eine Runde haben wir. Noch eine Runde. Ich will Chef sein. Geheimdienst. Ja, wir können auch andere Teams generell machen. Wir gehen mal in Hockey, mach mal. Ja, okay. Genau, Hockey, ich will auch Geheimdienstchef sein. Dann bin ich Ermittler bei... Ich bin diesmal blau, Geheimdienstchef. Dann bin ich bei Rot. Okay. Ja, jetzt bin ich ja wieder mit Morgan. Blau, Hockey! Na gut. Alles klar, los geht's, Jungs. Der Blaue! Ich bin so blau gerade. Okay, los geht's. Okay. Auf Hautfarbe angelehnt, nicht so mäßig so Alkohol und Durchsteckschuss. Mhm. Okay, cool. Okay. Ey, aber hast gut gespielt, Fudi, wirklich. GG. Checking hands. Hm.
Oh mein Gott. Ey, ich sehe zwei Wörter, wenn die zusammen wären, wäre das so geil. Oh mein Gott. Darf ich sagen, welche ich richtig geil zusammen fände? Nein. Nee, aber das ist unfair. Nee, okay, scheiße. Jürgen Dreh. Oh, ich habe eine Idee. Ja, egal. Warte, wer ist gerade eigentlich dran? Mogi, oder? Ja. Nee, alles gut. Überlege ich. Es ging nur so ewig. Ich wollte nur wissen, wer. Also, alles gut. Blub, blub, blub. Sorry, ich. Das war doch ein Trink von Trink ist Rex. Wichtig, Trink ist wichtig. Okay, stay hydrated. Ich bin gerade. Rocky. Rocky, komm mal ein bisschen runter. Entspann dich, ja, ein bisschen. Alles wird gut. Ich bin gerade der geschützte Mensch auf der Welt, oder? Manchmal frage ich mich, wie das aussieht, wie er sein Glas Wasser denn trinkt, so. Damit sie mit der Maske so auf. Damit so laut ist, laut. Hast du gerade die Maske auf, nicht auf? Ich lass dich durch. Oder ich habe an sich. Ach, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ist schwierig, Mock. So ein bisschen. Mock. Mock. Möglich. Mythos. Ja, gut. Ja. Wir müssen ja keine krassen Dinge am Anfang abreißen und du brauchst jetzt keinen Sechser oder sowas. Neuner will er machen. So ein guter Zweier, der reicht schon. Boah, Neuner wäre so geil. Einfach reinschreiben, auf gut Glück und dann Neun. Und dann zack, 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 zack. Oh mein Gott, so gut. Ihr schafft das, Jungs. Und natürlich immer versuchen, so wenig wie möglich zum Spaß zum Bau zu geben. Ich habe wirklich alles versuchen wir, versuchen wir. Rentenalter. Alter. Also, ich klicke zuerst mal alles an, was ich mir so denke. Also, ach, ich habe die falschen Rente gerade ausgesucht. Ich bin ja rot. Oh, diesen. Ich habe schon was ready gemacht. Ich bin ja rot. Ich habe mich schon gefreut, weil Ricky meinte, ich habe schon was. Oh nein. Ja. Egal, ist doch ein bisschen Zeit, Ricky. Bar, Becken, Australien, Lokal, Indien, Vogel. Hä? Pension? Achso, easy. Wusstest du, dass Australien ein sehr beliebter Ort für Rentner ist? Am Rhein, der Rhein auch tatsächlich, ja. Rentenalter. Pass auf, Alter vielleicht wegen Pass, weil das Alter auf dem Pass steht. Ich verarsche dich. Ich glaube, Krankheit ist es nicht. Nur weil sie alt sind, sind sie nicht krank. Okay. Ich glaube nicht, dass er es meint. Aber vielleicht haben sie einen Gips. Nee, aber schau mal. Pass auf, bei so Doppelwörtern macht man es doch meistens so, dass eine Wort aus dem einen besteht und das andere aus dem anderen. Also mit Rente meinte Pension und jetzt suche ich halt das Wort für Alter. So hatte ich zumindest im Kopf. Oder nicht? So spielt man doch. Oder? Nicht immer, aber schon, nicht manchmal unbedingt, schon. Aber so kann sein, zumindest in dem Fall. Ah, schade. Tut mir leid, Mogi. Ja, gut. Ja, Alter und Pass ist einfach. Und ich so, oh, Sinn, voll schon die gute halt, Idee. Halt das gar keinen Sinn. Ich weiß noch genau, worauf du gegangen bist, aber ich wäre auf 3 gegangen. Ich hatte sogar 3 im Kopf für deinen Wort. Hey, was denn noch? Gibt's oder was? Okay. Ich will nicht sagen, dass alle alten Menschen krank sind. Ich check's nicht. Na gut, okay. Wenn ihr das so sagt, das ist euer Ding, glaube ich, oder? Naja. Wörter raten ist kein Ding. Ding machen, okay? Hey Mensch, wenn ihr das so sagt, nicht manchmal fangen Runden schlecht an, aber ich sag dir, wie es ist. Wir werden das Ding noch reichen. Es kann auch alles passieren. Wir holen das nach Hause. Nichts anderes davon ergibt bei Rentenalter Sinn, Mogi. Aber ist okay. Ich bin nicht sauer auf dich. Ah, ich probiere was. Ich bin nur enttäuscht. Okay. Lokal, Indien. Strand. Ja, Küste auf jeden Strand. Fall. Ne? Ja, die Küste. Die Küste würde ich schon sagen, ist ziemlich safe, oder? Na, hau rein. Okay. Hä? Ja, warum lachst du so? Okay. Strand. Weißt Strandbar? Ich nicht nehmen will, ne? Immer ein Strandbar ergibt Sinn, aber was mich halt. Ich will jetzt nicht in eine ganz falsche Richtung gehen, aber wir haben ja einige. Der beliebte Strand am Rhein. Ja, ein bisschen chill. Ich meine, manche Leute nennen an Seen oder an Flüssen das auch manchmal Strand. Ja, würde ich auch so machen. Es gibt Leute, die das tun, aber safe, ich glaube nicht, dass Ricky dazu gehört. Das ist ja sogar offiziell so, oder nicht? Wir haben aber hier zum Beispiel sowas wie Australien. Da ist viel Strand. Ja, nee. Ich meine, die Surfer in Australien und so. Nee? Das kommt zu weit her, glaube ich schon. Meinst du? Okay. Da kann man auch sagen, Vögel, ja, aber Möwen. Nee, aber komm schon. Australien hat 5 Städte und die sind alle am Strand. Mann, das ist Ricky, es ist die Strandbar. Ja, okay. Ich sehe das. Machen wir das. Wie aus. Okay. Boah, ich fand Bar auch selber nicht krass. Genau was zum Fick, Ricky. Was? Du Bar war kein. Wie hast du Bar übersehen? Aber strong. Ich glaube, Ricky hat das einfach ist gar nicht, Ricky hat das gar ja, nicht jeder, jeder hat jetzt mal eins vom anderen gepickt. So, ich glaube, Ricky hat es gar nicht connected mit Bar, dass es zum Strand passen kann. Null. Nee, hat er nicht. 0, so wie Mogi vorhin auch nicht passt mit Alter. Naja, egal. Ich stell dir mal vor, er meinte jetzt Hä, wie Pass? Okay. Wie steht ihr zu Pass und Alter?
Im Pass? Ja, der Pass, den habe ich auch nicht verstanden. Dankeschön. Wisst ihr nicht, was ein Pass ist? Ach, komm, nee, Pass hätte ich absolut nicht verstanden. Aber als Hoffi Pass gesagt hat, habe ich mir gedacht, yes. Ja, egal. Zeit, dass sich was dreht. Ist egal, komm. Zeit, dass sich was dreht. Länder 2. Guck mal hier, pass mal auf, Fully. Okay. Ja, der Rhein ist ein Land. Australien. Wenn du Afrika meinst, bin ich super enttäuscht. Ich glaube nicht, dass. Weißt du was? Ich mach's einfach scheiß drauf. Es ist ziemlich sehr. Guck mal, von wo wir mit Australien gekommen wären. Easy! Ja, okay. Was zum Fick meint der Ricky sonst mit Strand überhaupt? Mein Pick wäre auch falsch gewesen dann. Ich überlege gerade noch, was mit Rentenalter zu machen. Soll ich das halt nicht überlassen? Ja, try doch mal, der Rhein. Das bleibt ganz dir überlassen, okay. Ich darf nichts dazu sagen. Was ach, ich darf ja auch nichts dazu sagen. Ich hatte ein paar Sachen, die ich bei Rentner im Kopf hatte. Ist das ja, auch. Ja, ich darf ja auch nichts sagen. Was immer im Alter nicht funktioniert, das ist das Becken, ja. Das Becken. Ja. Das sind die drei Sachen, die ich im Kopf hatte bei Rentner. Oh, die Hüfte, Mensch, Hockey. Hab ich. Ach, scheiße. Die will einfach nicht mehr. Nein, ich lass es lieber. Ich Rentenalter fand okay, ich okay, dann mach's nicht. Nein, zu risky. Oh nein. Vielleicht führe mich gleich wieder dazu. Ja, also bei Ricky haben wir noch ein Wort für den Strand, was uns fehlt. Strand in Bayern, ha? Sind bei in Australien sind da wirklich viele Strände? Ich dachte, der Strand ist sowas wie ein Schwimmbecken. Australien ist ein ja, Australien schon, das ist schon die Surfer-Hochburg. Einer der, pass auf, einer der Präsidenten oder was auch immer, wer der das Oberhaupt ist von Australien, war ein komischer Typ. Er ist einfach, er war, ich glaube, für 2 Monate oder so an der Macht. Der ist einfach eine Runde schwimmen gegangen. Und nie wieder gekommen. Nie wieder. Ja, er ist einfach verschwunden. Oh Mann. Was? Ja. Ja, ist ganz komisch. Oh, schön. Ist das schon lange her? Ich weiß gar nicht, aber das ist halt eine Geschichte, die man vielleicht kennt. Puh. Genussmittel. Ja, Korn, ne? Rein da. Oder nicht? Und Schokolade. Korn und Schokolade. Schokolade gehe ich mit erstmal. Oh ja, da sehe ich mich. Aber ich meine, nennt man nicht auch noch Alkohol oder so manchmal? Ja, klar. Ja. Andererseits, wer genießt seinen Korn nicht? Ich mag tatsächlich Korn. Sehr lecker, wirklich, sehr köstlich. Was anderes ist, wenn ins Korn fällt, da weißt du nicht, worum es geht. Schokolade und Korn. Er wird doch nicht das Lokal meinen, das Genussmittel, oder? Vielleicht meinst du auch das Lokal beim Strand, einfach ein Strandlokal statt Strandbar. So ganz weird. Wieso gibt's für Ricky immer so 100 Wörter? Also ich hab mich dir angeschlossen, aber ich trau mich nicht zu klicken. Also was, ich klicke. Okay. Okay. Stark. Wollen wir noch einen rein versuchen mit dem Strand? Wollen wir lokal noch versuchen und dann das schwarze Wort? Was ist denn mit Afrika? Afrika hat auch viele Strände. Das würde ich halt geografisch noch für sinnvoll halten. Oder was sagst du? Ich meine, wir können auch abgeben und safe bleiben. Ich meinte auch rein, wirklich den Strand am Rhein oder so. Rhein? Ich meine, ja, maybe? Das können wir als letztes nehmen und dann sagen, wir nehmen es jetzt oder wir scheißen rein. Also reinscheißen, indem wir Afrika wählen oder was machen wir? Ich wäre für rein. Raten beenden. Okay. Kritisch. Ich habe halt ein bisschen Angst vor dem schwarzen Board. So, dann habe ich doch direkt mal eine 1A Vorlage. Da hoffe ich doch drauf. Komm. Pumpeblase. Okay, ich meine, also Becken. Sehr gut, Fully. Also Becken ist safe. Das hat echt lange gedauert. Gips? Oder? War es echt Becken vorhin bei Rentenalter? Ich bin mir so sicher. Oh Mann. Na gut, okay. Lokomotive vielleicht? Oder also was gibt noch hoch das Problem? Also Becken ist das Problem und Gips. Oder ach, Krankheit wahrscheinlich, oder? Krankheit ist halt das Safeste bei. Ja. Ich denke. Dankeschön! Genau, Krankheit war nämlich sein Wort am Anfang. Ah, ja. Echt? Ja, okay. Das, aber alte Menschen sind nicht alle krank. Okay, das zu wenig ist kein Statement. Ja, vor allem, dass er eher Gips als Krankheit sagt. Was ist das für eine Logik? Keine Ahnung. Ich werde da was raten, gell? Also ich höre es auf. Cool. Okay. Ich hätte gerne noch Lokomotive genommen. Jetzt kommt Ricky mit einem 3er oder 4er rein oder haben wir gewonnen? Nein, easy. Das macht er nicht. Nee, also entweder 2er oder 4er. Der macht 3er, dann kriegt er nur blaue. Ist ja so. Das Problem ist, wenn Ricky jetzt 2 schafft, dann muss ich. Oh fuck. Ich krieg. Okay. Eins. Einer. Okay. Kontinent. Also Afrika wirklich. Ja, Inkontinent? Ich fand das. Jetzt könnten wir auch den Strand jetzt nochmal überlegen, ob wir das uns trauen. Ich glaube, das war der Strand, Guess. Afrika?
Okay, Afrika mach... hat viele Strände. Es ist ja auch ein Kontinent. Jeder Kontinent hat viele Strände. Ja, ja, okay. Okay, dann gehen wir jetzt ab, oder? An, du meinst an so wie Australien? Ja, okay, ja, weißt du was? Ach, scheiße! Ach, ich lösche mich doch. Na gut, okay, scheiß drauf. Ja, komm, wir gehen ab, oder? Weil Australien, oder? Zwei bringt mir uns jetzt auch nicht so viel, wenn... Nee, ich wüsste auch nicht, was ich noch raten sollte. Nein, weil vielleicht meint er wirklich Afrika mit Strand. Naja, lass einfach, komm. Okay. Ich bin überzeugt davon, dass er das meint. Moggi, Dreierrunde? Nee. Okay, Zweierrunde? Aber sie müsste eine Dreierrunde hinbekommen und... Ja, nee, das sehe ich nicht. Okay, ja, aber müssen wir die Zweierrunde hinkriegen. Ich hoffe, wir gehen wenigstens Zweier, das wäre geil. Okay. Oh. Stachelfrisur, Igel. Also, das ist safe, 100%. Ja. Easy. Ja, da muss man nicht lange fackeln. Wie sagt man, nicht lange fackeln? Nee, nicht lange... Ja, scheiß drauf. Nicht lange okay, fackeln. Ja, aber richtig, nicht lange fackeln, so. Okay, dann. Hockey hat halt echt richtig leicht, ne? Ja, okay, da echt die leichten Wörter. Oh, okay. Ja. Okay. Komm, Hockey, einfach mal reinraten. Nicht zu verwechseln mit Ejakulat, tatsächlich. Ja, ich muss auch gerade sagen. Boah, es wäre so geil, wenn du es als Wort genommen hättest. Egal, raten beenden auf jeden Fall, so. Scheiß drauf. Ja, Jungs. Jetzt machen wir gleich einen safe Win. Drei Wörter. Der kriegt nie neben drei Wörter hin. Die drei kriegt er nichts nochmal. Ich schreibe einfach nur alle drei Wörter hintereinander. Ja, wir machen auf jeden Fall drei. Also, ach, Haushaltsgegenstand. Das reicht. Wir können drei abgeben. Besen noch, hau rein, ja. Besen, ja. War wohl der Besen gewesen. Flug ist halt von Garten her, ne? Ja, Fell, oder? Würdest du sagen, das ist ein Haushaltsgegenstand? Schwierig. Ja, ne? Schwierig. Was ist mit der Karotte? Mann, das ist kein Haushaltsgegenstand, eine Karotte. Eben, aber eine Karotte hat aber man kann wenigstens eine Karotte im stehen? Haushalt. Ich meine, du hast Bayern nicht im Haushalt. Oder den Rhein. Beim Bayern? Flug vielleicht, ja. Also Bayern ist ein Wort, ich sehe es jetzt erst. Ja. Also Ampel, Bayern, Rhein, Herbst, Lokal, Ecke. Ist ein Knopf, also, so ein Knopf, obwohl, Haushaltsgegenstand okay, vielleicht? Wenn du so einen Knopf an Klamotten denkst, ja, dann schon eher, ne? Wollen wir Knopf nehmen? Flug ist halt eher Garten, ne? Oder wenn überhaupt yeah. So Feld oder keine Ahnung. Flug. Komm, gehen wir mit Knopf. Strücke. Haushaltsgegenstand okay. War nicht übel, Ricky. Danke. Jetzt ist die Frage, wir müssen pokern. Es geht Raten nicht anders, Kollege. Raten beenden. Ich würde Rhein vielleicht noch nehmen, wegen den Strandgedanken noch. Und sonst? Wüsste ich nichts. Rhein oder Lokal? Oder Lokal wegen Strandlokal. Stell dir mal vor. Was wäre eher ein Ricky-Ding, Maeve? Also ein Ricky-Ding wäre, ein Strandlokal zu sehen und... also Strandlokal zu wollen und dann Strandbar nicht zu sehen. Das wäre so ein Ricky-Ding. Ja, ich meine, ich sehe es. Aber lokal am Strand? Jetzt am lokalen Strand. Schwierig. Ich bin eher für Rhein, glaube ich, minimal. Okay, dann wähl jetzt aus. Du klickst. Yes! Oh! Ist das schwarze Wort. Das wäre der Vogel gewesen, da wären wir gar nicht drauf gekommen. Wegen Möwe, du hast es sogar gesagt! Doch, du hast es sogar gesagt, wegen der Möwe! Möwe! Oh, warte, du hattest Vogel, was dazu bei. Was hat bei Strand alles gemeint? Bei Strand war gemeint. Was haben wir denn alles gehabt? Oh, Moggi, was hast du genommen bei dir als Wort? Achso, Bayern wäre mein letztes. Nee, was hast du geschrieben? Wie, was hätte ich wohl geschrieben? Achso, ich habe überlegt, ich hätte wahrscheinlich Weißbier genommen. Nee, ja, ich wollte für Strand wollte ich nur Küste und Vogel. Er hat doch den Vogel gemeint mit der Möwe. Den Vogel für Strand, das ist so weit weg. Wegen Möwe. Das fand ich dachte, du meintest Afrika, damit er dachte mir, gut, Afrika denke ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich an Strände denke. Nee, wegen Möwe. Oh, das ist ja nicht, es geht nicht um die Möwe, es ist einfach nur ein Vogel. Die Möwe ist trotzdem Vogel. Ja, aber da war Bar und überall Vögel. Ja, ich meine, ich hab's ja so halbwegs gesehen, aber ich hab's halt eher abgestempelt als zu weit hergeholt. Ne? Vor allem das mit dem Rhein war auch sehr riskant. Das mit dem Strand. Ich wusste gar nicht, dass es am Rhein einen Strand gibt. Nein, genau. Ja, muss ja nicht, aber es ist ja ist ein Gewässer. Es mehr, passt ich, mehr ich dazu war als ein Vogel. Keine Ahnung, an voll vielen Gewässern gibt's doch Strände, oder? Mhm. Um Rhein? Ja, wird schon Rhein ergeben. Neue Runde, neues Glück. Okay. Wir haben noch Zeit für eine Runde. Mhm. Oh, geil. Wer will Geheimdienste machen? Wir teilen drauf. Lass mal einer tauschen. Also, ich war eben schon Geheimdienstchef. Also ich muss nicht Geheimdienstchef sein. Ich will mich wie immer davon drücken. Ich mach wieder ein Mittler. Ich bin der Blaue. Schau mal, ich rate mit Ricky zusammen. Okay, let's go. Okay, Hockey.
Oh mein Gott. Okay, die rote Bedrohung muss abgewehrt werden. Okay, wir sind ein Gedächtnis, ne? Bitte Vogel gute Wörter. Möwe sind einfach connected. Möwe. Die Möwe und die Bar. Die Möwe mein und Gott. Die Strandbar. Oh mein Gott, so strong. Gib dir mal, Mogi. Krank. Ne, ich muss gerade meine eigenen erstmal anschauen, weil ich alles anfange. Alles gut, ey. Alles cool, man. Kein Stress. Brauchst du nicht Hockey löst mit einem Wort? Ja, ich schwöre gerade echt. Juhu! Sorry, ich chill. Okay. Alles feiert sich gerade und Rick und ich werden gleich einfach das schwarze Wort. Ja, aber Leute, ihr werdet einfach nichts checken. Nein, auf keinen Fall. Ihr werdet dann sagen, oh Leute, wie konntet ihr das nicht checken? Das war so gut. Nein, das machen wir nicht. Nein. Das klingt aber nach dir. Das klingt wirklich nach dir, ja. Komm, das ist easy. Gewässer, so. Da haben wir aber die Ostsee. Easy ist das. Ja, ich habe die Ostsee sofort gesehen. So, was wäre noch ein gutes Gewässer? Der Jupiter. Achso, okay. Am Hafen hast du Gewässer? Dürfen das wir... ist vollkommen korrekt, ja. Du darfst nicht mitraten. Als nee, Chef. Ich hatte eigentlich eine Frage. Ja. Also die Ostsee nehme ich auf jeden Fall so, schon mal mit. Was ist verboten an Wörtern? Yes. Also klar, die dürfen nicht gleich klingen oder dieselben sein, aber darf so ein... Wie erkläre ich das jetzt? Also... Also du darfst halt nicht das gleiche Wort mit reinschreiben, ja. Nee, aber sonst darfst du schon kreativ sein. Wisst ihr, was so Beschreibendes? Also, keine Ahnung, klar. Wenn wir jetzt... Achso, ja. Johnny ist nicht da, ich sehe das nicht so eng. Okay. Ich hoffe, es ist okay für euch, aber... Es gibt tatsächlich nur den Adrenalin-Pegel, merkt ihr das? Nee, warte mal, ich mach was anderes. Nee, wobei. Ich dachte, du hattest dein Masterwort gerade. Ja. Ich bin das natürlich so gern der Chef, ich weiß nicht warum. Ich finde das so geil, den Geheimdienst-Chef. Ich meine, ich habe wirklich ein strongs Wort. Ich könnte einen Vierer machen jetzt. Na los. Aber ich lese das andere mal kurz durch, oder? Hockey, jetzt seh zu! Maul jetzt. Junge, ich muss halt richtig spielen, oder? Und aber auch keine ausgedachten Wörter, ne? Vielleicht. Ach, egal, komm, ich versuche einfach. Scheiß doch drauf. Du darfst nur ein Wort machen, ne? Das sind zwei Wörter. Hä? Ja. Ich hab gefragt. Nein, ein Wort darfst ein du nur. Ein Wort. Ja, Bro. Naja. Na, Landung. Das ist schon okay. Jupiter. Du hättest Raumfahrtbesatzung oder so schreiben können, dann wäre es ein Wort gewesen. Okay. Dann Landung, Jupiter, vielleicht ich dachte, Expedition? Ich dachte, das ist so ein Wort, was mir. Das ist so ein Doppelwort irgendwie. Also, das ist kein Doppelwort, aber es ist sowas, was man eh immer zusammen, wisst ihr so? Deswegen dachte ich, höchstens vielleicht. Nein, das ist ein Adjektiv und ein Nomen verwendet. Oliver Kahn? Nein. Also, ich würde sagen, Jupiter auf jeden Fall, oder? Ja. Okay, ich drück drauf. Dann ist natürlich den Fred vom Jupiter. Aber ja, das ist nicht Landung, ist Ladung übrigens, Ricky, ne? So, ist das gleich? Nee, Landung ist schon korrekt. Man muss ja auch landen. Das Wort ist nicht Landung. Das Wort ist aber nicht Landung. Ja, so, ja. Ich meine, man kann das Ganze auch einen Kahn nennen. Das ist ja ein Raumschiff. Die Frage ist Expedition? Ja, auf jeden Fall Expedition. Drück drauf. Okay. Wäre ja verrückt, wenn das nicht dabei wäre. Und es ist die Band, die dahin fliegt. Ja, weiß nicht, Ladung wegen bemannter Raumfahrt? Oder wegen Mann? Du hast Oliver eine Ladung Kahn. Dabei. Man muss das Mondgeschein nach Hause nehmen. Ja, ich glaube, er meint Oliver Kahn. Achso, ja, der Kahn. Es ist ein Schiff. Schiff, Kahn, Raumkahn, Raumschiff. Naja, Fahrt hat auch was mit Tempo zu tun, ne? Ja. Also, schnell ist man da nicht. Oder kann ich mit dem Wort Raum was noch meinen? Nee, ne? Ja, höchstens Wohnung. Wie eine Wohnung, ne? Oder eine Zone. Ja, die Wohnung. Weil vielleicht will Hockey jetzt auf dieses ein Wort für eins halt, ne? Bemannt Raumfahrt, also Raum noch vielleicht, Raum für Wohnung. Und es dauert Fahrt ja eine lange für Zeit. Auto. Oder für die Schifffahrt, einen Kahn. Ich glaube, es ist die Ladung. Ja, okay. Ich geb dir Rücken. Okay. Gib mir Rücken, Bruder. Yeah. Boah. Shit. Komm schon. Okay. Und jetzt noch Tempo. Tempo? Ja. Nicht den Kahn? Oh, yes! Oh, nice! Yes! Shit. Okay. Schön wieder okay, was rausgeholt. Bemannte? Vielleicht Leben? So, wir werden uns gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Oh, ja. Nein, alles gut. Behalten wir im Kopf, Ricky. Ja, wir machen das so, einfach ganz wegen UFOs und so. Easy. Weißt du, wegen außerirdisches Leben. Ethikunterricht? Ja, das ist in der Klasse. Und
Man guckt sich einen Film an. Ich meine, es geht ums Leben. Es sind viele Fragen des Lebens. Ja, man könnte sich aber auch Ethikunterricht einen Film angucken. Ja, ich wollte gerade sagen, man könnte aber auch einfach einen Film schauen. Also, ich glaube, es ist tatsächlich eher der Film. Ich glaube, das Leben hat er gar nicht bedacht. Ich weiß nicht. Ich schaue mir nochmal andere Wörter an, nicht, dass ich noch irgendwas übersehe. Post ist auch ganz gut. Ja, genau. Also ich würde sagen, die Klasse ist safe. Die Klasse ist safe. Ja, jetzt ist die Sache, die Ethik. Das sind Fragen des Lebens, die man behandelt. Aber Oliver Kahn halt steht für sein. Ethik. Nein, tut er nicht, Ricky. Oh, shit, womit gehe ich? Mit deinen Füßen. Weißt du was, ich gehe mit meinem ersten Bauchgefühl, ich gehe mit dem Leben. Fuck, okay. Also auch nicht für uns, Ricky. Okay, also auch nicht für uns. Auch nicht für uns. Das heißt, im Raumfahrt haben wir noch einen offen. Vielleicht will ich der Hafen. Raumhafen. Warte mal, mach mit der Kopf. Hockey braucht es eh erstmal 5 Jahre, bis er ein neues Board ausgesucht hat. Ich hatte davor eigentlich was Besseres, aber das war zusammen mit Tempo. Das habt ihr mir ja genommen. Ärgerlich. Sorry. Okay. Ja, Hockey, ich dachte, du warst gut dabei. Was ist da los? Ich glaube halt, dass ihr dann... Ja, ich glaube, ich gebe euch damit leider was Falsches, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich es gerne probieren. Hoffentlich kommt ihr nicht zu einem falschen Ding, aber wir werden es sehen. Weinherstellung. Oh, okay. Naja, die Sohle, weil man das immer zertritt. Der Brand, der Weinbrand. Ja. Also ich finde Sohle da schon mal einiges besser. Wegen Fußsohle. Ich meine, das stimmt, ich weiß schon. Nicht. Bei Weinherstellung eine Sohle zu nehmen? Nee, man zerstampft sie ja. Ich meine, Wein ist auch Futter. Ah, ich weiß nicht. Hast du Wein oder meint er vielleicht wegen Heide? Dass man sich vielleicht denkt, in Heide macht man Wein und so. Nee. Ich weiß nicht, ob Hockey ehrlich okay, gesagt. Okay, wenn du sagst Brand, dann... mach Brand, aber ich glaube, es ist Sohle auch. Ich stehe bei dir bei Brand. Ich finde Weinbrand halt, ne? Probier. Aber Herstellung ist halt richtig mit. Es geht auf die Herstellung. Wie wird Wein gemacht, ne? Mit der Sohle. Der wird gegoren. Mit der Fußsohle. Aber nicht gebrannt. Nee, aber mit der Fußsohle gequetscht halt. Mhm. Ja. Sind das zwei Begriffe, ne? Wenn ja. Beide, das sind beides die, oder? Ja, dann drück du auf Brand und ich drück auf Sohle. Ich hab auf Sohle gedrückt. Ach du auf, Scheiße, was? Das stimmt? Dann drück ich auf Brand. Ja, oh, nein! Dumm, Ricky? Yes! Ihr sollt mal fragen, dumme Hockey. Ja, ich hab's auch gesehen, aber ich hab gehofft, dass sie das nicht picken. Klar, ich hab auch drauf gegambelt. So, was machen wir jetzt mit der Scheiße? Das heißt, oh, hast du jetzt da ist auch noch ein Begriff für uns, Ricky. Bewandte Raum, also ich denke vielleicht an Zeit, wegen Zeit, Raum, Zeitkontinuum. Aber was meint er mit Herstellung? Oder auch Zeit, wegen Herstellung, weil es Zeit braucht. Wir holen uns gleich einen guten Zweier, würde ich sagen. Oh nee, scheiße. Ich hätte auch gerne mal wieder einen Dreier. Ja, das ist leider nicht drin. Wenn du Pech hast, musst du gleich noch zu einem guten Vierer gehen. Ja. Je nachdem, wie der Moggi jetzt zaubert. Lass ihn mal kochen. Let him cook. Ich lass ihn kochen. Waldgebiet. 2 Ich schätze mal vielleicht die Zone und die Heide? Ich hoffe, ich bin da nicht gerade massiv daneben. Aber ich will jetzt ein bisschen überlegen, was könnte sonst alternativ dazu... Naja, aus Wald machst du ja Papier und aus Papier wird Post. Da, wo früher mal Wald war, da stehen Wohnungen. Richtig. Ich meine, das stimmt. Aber dann wäre es gar kein Waldgebiet mehr, korrekt? Nee, ist jetzt ein Wohnungsgebiet. Ja, exakt. Boah. Ich enttäusche wahrscheinlich Moggy hart. Okay, die Heide war richtig. Stark. Stark. Nee, meint er nicht die Heide, er meint Heide oben in Schleswig-Holstein. Ja, okay. Heide meinte der bestimmt auch bei Ethikunterricht oder so. Natürlich, genau.
Ah, weil du ein Heide bist. Ungläubig. Weil man das statt Religion machen könnte. Ja, das ergibt Sinn. Okay. Ja, ich meine, ein Gebiet, eine Zone. Ja, komm. Ja, yes! Okay. Ja. Das hätte ich auch genommen. Stark! Das war gut. Ast rein war das. Wie das wohl sein muss, wenn man einen guten Chef spielt. Oh, die letzten beiden Begriffe sind nur, schwierig. Hockey. Aber Hockey hat jetzt auch nicht. Bei Hockey sehe ich jetzt auch nicht ganz, was er wirklich, wie er die zusammenpacken kann. Transport. Kahn. Nee. Hafen. Nee, ich sehe eher den Blinker. Ja. Den Blinker? Kann auch sein. Ach stimmt, er meint gar nicht, es ist gar nicht Oliver, es ist das Boot Kahn gemeint, ne? Ja. Ach was. Das wäre Oliver Kahn. Ja, ich dachte wirklich, es wäre Oliver Kahn. Ich habe so oft gesagt. Wir sind keine Namen. Kahn Schiff. Ich bin bei beiden bei dir, drück drauf. Okay. Oh, meine Fresse! Wirklich, Hockey! Hafen? Das sind wirklich! Oh. Hafen ist der Transportknotenpunkt schlechthin! Also, Hafen bei 100%ig? Maeve? Das ist safe, das Maeve, es war safe der Blinker. Ja, den Blinker glaube ich dir sogar. ich hätte genauso Hafen genommen wie ihr. Das hätte ich auch so im Stand. Ja, okay, wir haben verloren. Gefunden. Ja, das kriege ich nicht mehr hin. Ihr könnt ja das auf easy machen und ein Wort machen. Ja. Macht es zumindest spannend. Ich meine, 4 Wörter werden die wahrscheinlich nicht hinbekommen, von daher. Also Blinker. Zeit. Blinker und Zeit würde ich schon mal aufschreiben für uns. Da braucht Hockey nur noch 2 machen. Hm. Also 3 muss er trotzdem geben oder 4, damit wir alle 4 treffen können. Das heißt, was meinst du bei dem Wort, aber bitte nur 2, ja? Bei einem Wort fällt mir wirklich nichts ein. Ich glaube, Hockey weiß, welches von beiden ich meine. Ich glaube auch, ja. Tja, blöd. Ja, dann mach nur einer, komm. Nee. Jetzt lass komm, Alter, wir sind sogar zurück. Mockstar. Wenn er das schon so sagt, frage ich mich, ob da nicht irgendein Wort, okay, das man Hinweis geben okay könnte. Okay, ja. Langes Wort, aber ich denke, wir wissen, was gemeint ist. Protosozialismus. Ein langes Wort. Superkalifragilisticexpialidocious. Verkehrsabsperrung. Oh, ich weiß, welches er nimmt. Oh nein. Also, eine Verkehrsabsperrung kann man mit einem Band machen. Blinker hat was mit Verkehr zu tun. Es ist vielleicht sogar einfach nur das. Ich verstehe Stärke, Kahn, Fingerhut jetzt nicht so ganz. Obwohl der Kahn, ich meine, der Suezkanal, aber ich glaube nicht, dass... Oliver Kahn macht bestimmt noch Verkehrsabkürzung. Halt die Klappe. Postausdruck weiß ich nicht. Obwohl, es ist ein langer Ausdruck, aber ich glaube nicht, dass er das meint. Uhrzeit... Ich meine, Verkehrsabsperrung ist auf Zeit, aber... Verkehrsabsperrungen stehen auch für Stärke. Ja. Natürlich. Also Macht Band und Ruhm. Der Mann, der sich nicht war, Oliver Kahn. Der macht das Ding nach Hause, Fully. Ich denke, der Blinker ist halt das um die Ecke gedachte, hä? Huh? Yes! Okay. Let's go! Was war denn Transport? Was eine Runde! Ja, Post und Kahn. Ja, Post und Kahn. Was eine Runde! Und was war Weinherstellung? Futter. Also Futter. Futter auch richtig, ja, was ich gedacht habe. Okay. Wollen wir noch eine Runde? Oder? Ich weiß nicht, ob Maeve noch Zeit hat. Eine schnelle noch. Ach ja, Maeve. Eine schnelle Runde. Schnell. Gut, wenn Maeve das sagt. Ich möchte Chef sein. Ich mache auch mal wieder Begriffe. Ich will bei Ricky sein. Okay. Also, geht immer rüber. Morgen und ich machen das mal. Ja. Yeah, geht mal rüber, ihr Schweine. Gar nicht zusammengearbeitet. Genau. Mhm, ja, stimmt. Maeve, geh rüber in Blau. Bin ich. Morgi, wir machen das jetzt, ja? Yeah. Ja. Ach du Scheiße. Gigi. Okay. Wenn Wiener kommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich das auswählen werde. Oh, ich habe by the way, bei dem ersten habe ich Sohle bei Raumfahrt, weil ich dachte, ihr denkt an diese Mondsohle, aber es war zu weit hergeholt, das habe ich gecheckt. Und bei Wein hast du nicht an Sohle gedacht? Doch, dann halt auch. Ich wollte euch weiter zu Sohle hinführen. Okay. Also das war schon richtig, wegen Weinherstellung. Ne? Okay. Ach, der Weinbrand war halt aber schon sehr... Ja, ja. Ich hab das wäre auch die erste Sache, die ich gedacht hätte. Ja, safe, dachte ich auch. Deswegen habe ich auch gesagt Gambling. Da muss ich irgendwie drauf spielen. Boah, der ist... Pass auf, ich hätte bei Transport einfach Transportmittel schreiben müssen. Wären sie auch nicht auf Hafen gekommen. Das wäre es, glaube ich. Tierfriseur. So, geht's wohl um einen Pony.
Ich meine, Fuchs ist ein Tier. Hier sind ganz schön viele Tiere, wenn du mich fragst. Ja. Die Tante. Die Alte, ey, wirklich. Friseur. Ach du Scheiße. Tier- aber es gibt Pony gar nicht als Wort. Ich dachte, es gäbe wirklich. Das wäre echt, das wär echt krass. Das ist ein Joke. Ein Cowboy geht zum Friseur. Pony weg. Pony weg. Tierfriseur. Warum ausgerechnet der Friseur? Wie sieht's eigentlich auf deiner Front aus, Fully? Ganz gut eigentlich, oder? Fully, weißt du was? Weißt du, auf was ich gehe? Weißt du, was ich gehe, Fully, ja, ne? Ich weiß, Tierfriseur was du könnten ja, ja, die Krallen gestutzt werden. Das ist die erste Sache, bei der ich sage, die könnte Sinn ergeben. Okay. Fuchs, Nee, ich glaube, die sind nicht unbedingt für ihr Friseurwesen bekannt. Ich meine, Katze könnte man zum Tierfriseur schicken. Warte, weißt du was? Ricky hat eine Katze. Ich sag, es ist Kralle und Katze. Ich sag, seine Freundin hat mal gesagt, hey, da müssen wir eine Katze zum Friseur schicken. Ricky eine Katze, ich glaube, er hat eine Katze. Oder werden dann die Krallen gestutzt? Pass auf, ich fange mit der Kralle an. Und dann gehe ich zur Katze. Boom! Der Mann versteht mich! Der Mann versteht mich! Jawohl! Beim Friseur macht man die Krallen? Ja, wenn du eine Katze, ja, wenn du eine Katze schon hinschickst, dann. Ja, wir haben eine Katze. Wir haben eine Katze, ja. Okay. Ich hoffe, sie ist süß. So, jetzt muss der Fully mal zeigen, wie er damit mithalten kann mit einem Tierfriseur. Ja, easy, der macht jetzt so einen Fünfer oder so. Ach, du bist Bro. Das will ich jetzt gar nicht gucken. Uiuiui. Eine Mine vielleicht? Ah, nein, ich glaube, Mine ist Quatsch, aber lass doch mal andingsen. Der Teufel ist historisch. Ninja. Rom. Pass auf. Rom, ich glaub, auf jeden Fall. Ich glaube, Burg ist historisch. Okay, pass auf. Hundertprozentig. Also Mine denken wir nur, weil so man denkt so an diese Goldmine und sowas. Ja. Aber Mine gibt es immer noch. Ich glaube, schau mal, Burg ist historisch. Also Burg ist historisch. Also, hundertprozentig. Was? Bro, das war das erste historische. Okay. Oh, von diesem Moment kann ich gar nicht genug haben. Kann ich den gleich nochmal erleben? Gib uns nachher einfach mehr Wörter. Mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen, Freunde. Das war ich dachte mir, oh Gott, das ist alles so schlüssig. Wir sind am Arsch, aber. Oh, ja. Okay. Schön. Ich gehe jetzt mit dem, gehe ich ein kleines Risiko ein. Eins kriegst du auf jeden Fall in das zweite wird schwierig. Nicht. Helmut. Ey, gib uns nachher einfach nochmal 4 plus. Wir machen das easy. Was? Helmut, es geht um den Kohl. Helmut. Ist stark. Ist stark. Ich hab's auch gesehen direkt. Helmut. Helmut sind hier wenig, oder? Den Stahlhelm. Bro. Das wäre so crazy, wenn der Stahl damit meint. Ist ein Helm oder ein Hut? Ja, ist ja, ein Helm. Ein Stahlhelm. Helmut. Heißt du nicht ein weißes Mammut? Keine Ahnung, wir haben Mammut nicht zur Auswahl, also. Das ist oder der berühmte Taucher? Nee, komm, ich geh direkt in das Danke, plausibel. Danke. Fuck! Geil! Okay. Oh! Okay, da plus 4, plus 4. Da hab ich doch nicht genau ausgedacht, was Rick dachte. Weil hä, schon seit es weit hergeholt, dachte ich mir Stahlhelm. Ich war mir sehr sicher mit Stahl, ja. Ey, Mate. Das habe ich danach auch gesehen und bin ich, oh fuck, das ist gar nicht so doof. Fully wird jetzt was finden, wo bei den zwei Wörter passen und dann werden wir einfach 6 Stück. Wir sind fast das durch. Das geht nicht. Nein, ihr werdet jetzt einfach alle Wörter auf einmal machen, das ist kein Problem. Nein, aber du kannst trotzdem 6 also, machen, ja. Wir wissen die 4 historischen noch. Du kannst es ja trotzdem mit angeben einfach. Okay. Ich mag es nicht, dass ihr immer so spielt. Hä, aber wir wissen ich das nicht. Ja. Man muss die Wörter ja von davor noch, also. Schau, wir haben bei historisch einfach nicht getraut, sowas zu sagen. Easy. Kommunizieren nur laut, wie du die Regel missachten willst. Schon richtig so. Wir können es doch gern verbieten, ist okay. Also, so wie ich es gemacht habe. Mach mal mehr Wörter. Ich werde bei dem anderen dann nochmal raten. Nein, dann mach halt nicht mehr Wörter. Ist okay. Du kannst auch nur so viele Wörter machen, wie. Ich weiß nicht, wie ihr spielt, Mann. Wenn man jetzt was anderes hat, was 2 Wörter sind, dann wir spielen so, dass wir Geheimnischefs eigentlich nicht so unter der Blume Tipps geben, was sie machen sollen. Nee, okay, dann soll er so viel machen, wie geht. Aber bei uns geht es sowieso immer schief und irgendwas machen Joghurt. Wir eh immer. Ja, dieses Mal werde ich gehasst. Ist okay. Setz mal was, Johnny. Alles gut. Wir machen alle unsere Dinger hier. Also Kultur, hä?
für mich alles zu. Erkennst du nicht die Ninjas, die immer zu Kultur gehören? Ja, so würde ich schon sagen, ja doch. Peking. Die gehören schon zur japanischen Kultur, würde ich sagen. Wir haben ja noch historisch im Kopf, ne? Uiuiuiui. Ja. Was ist das schon? Nicht kultiviert genug. Ich hab nur... Ich hab Peking noch nicht mal... Peking war... Ich hab Peking noch nicht mal zugestimmt. Warum machst du das denn einfach? Ich, das war eine safe Sache für mich. Wenn Morgi, ich schaff leider nur ein Wort. Wie schaffst du... Was? Zayong, Ricky? Wapapapapapau? Als ob du das nicht raffst. Ich wüsste gerade, wie Ricky alle Emotionen aus dem Gesicht verschwinden. Also, ob du das nicht. Komm schon. Ich. Es könnte. Ich weiß nicht, ob. Seid ihr. Australian Prince ist die Tante, sowas? Wapapapapapau. Ich weiß nicht, was. Was soll es überhaupt für eine Runde sein? Das ist der beste Begriff, der dir eingefallen ist. Fucking Wapapapapau. Wirklich. Für ein einziges Wort. Ja. Oh, shit. Das Beste, was dir eingefallen ist. Es ist okay, Ricky. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich hab Null Griffe ins Klo gehabt. Alles gut, Mann. Weißt du, was ich will, Fully? Nein. Ich verstehe absolut nicht, ich weiß, was du meinst, Ricky. Ja, ich glaube auch, du weißt, was ich meine. Ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Oh. Wapapapapapapau. Nee. Nee. Ich hab nichts. Und an dem Punkt würde ich einfach nur random Wörter raten. Also was okay, Hockey, bitte sag mir vorher Bescheid, bevor du was drücken möchtest. Ey, Peking war so safe für mich bei Rom. Ich bin da auf Hockys Seite übrigens. Ja, wirklich. Also ich dachte, es wäre so safe. Ich weiß, okay, wir können machen, wenn wir beide drauf picken. Aber ist es nicht obvious für dich gewesen, Kultur? So. Aber ja. Okay. Den wollten wir eh machen. Ja, die ganze Zeit schon. Der war auch safe bei historisch dabei. Es gibt viele Füchse in Japan. Wal? Ja, Walfang. Stimmt. Aber wir müssen noch Kultur. Boah, Tornado vielleicht? Kultur und historisch noch im Kopf haben, auch ein bisschen, ne? Japan. Historisch. Knochen ist historisch. Ja. Du musst halt auch direkt wieder übertreiben mit seinen fucking vier Wörtern, die er zum dritten Mal macht und sie haben jeweils nicht ein einziges gefunden. Nee. Cool. Ich hab nur Scheiße gebaut, scheinbar. Kultur finde ich auch schwierig. Lass den Wal nehmen jetzt. Ja, Wal ist safe, oder? Ja. Würdest du Knochen sagen, safe bei historisch? Schau mal, ja, das ist so Nebenburg, das was so... Historisch wenn wir mit der Runde fertig sind, Ricky, dann... Hä, warum nimmt der... Was? Warum nimmt der Knochen? Historisch, her? Historisch. Was? Warum was? Okay. Es tut mir leid, Fully. Was? Dinosaurierknochen? Das ist übel, die Sache. Ich hab halt nur scheiß Wörter. Ja, das kenne ich. Ich habe das Spiel auch schon mal gespielt. Okay, ich aber auch, Ricky. Und ich dachte, ich habe gute Ideen. Ich meine, siehst du, wie es bei Fully läuft so weit? Er hat große Ideen, aber sie viel mehr als eins schaffen sie nie. Funktionieren nicht, nee. Ich bin immer noch beim Teufel auch, ne? Bei historisch? Ja. Boah, das fände ich aber wack. Also Teufel historisch und Knochen nicht oder Burg? Also wir können gerne versuchen. Und jetzt kommt halt noch mal, was er als nächstes macht. Bei Japan bin ich immer noch sehr irritiert. Das ist weit hergeholt. Ich meine, der Nagel, darauf ist ganz klar, Gott. In der Mine braucht man Werkzeuge, eventuell auch um zu bauen. Das stimmt. Irgendjemand muss ja die Mine bauen. Bauwerkzeug. Der Tornado. Fliegen viele Tornado. Bauwerkzeuge weg. Das ist eine gute Baumaschine, die Tornado. Ich glaube, wir haben die sogar auf der Arbeit. Ich nehme die Mine, da braucht man auch Werkzeuge. Nee, okay. Hätte ein Blaues nicht sein können oder so. Was nehme ich denn überhaupt?
Ich sehe schon, unsere Gehirne sind nicht mehr vertraut. Also Hockey Mave, zweites Bauwerkzeug, hätte die auch nicht wirklich was Sichereres gehabt, nee, oder? Nee. Aber du hast scheinbar noch was bei historisch oder so. Bauwerkzeug, absolut keine Ahnung. Himmel. Oh, bei historisch ja, inzwischen er meint inzwischen auch Mond. Nicht mehr. Aber er meint dann Safe-Teufel, wegen Himmel und Hölle wahrscheinlich. Oder? Ja, aber der Mond ist auch im Himmel, ne? Ja, das, ja. Meinst du, er meint Teufel wegen, also wegen vorhin halt noch wegen historisch? Er könnte doch den Tornado meinen wegen Himmel, ne? Oh ja, safe. Tornado hatte ich nämlich auch vorhin schon, glaube ich, schon bei Japan. Ich glaube, er meint Safe-Tornado. Sollen wir picken? Okay. Oh Gott sei Dank. Oh, ich habe so gehofft, dass ihr den Teufel nicht dachte, haben sie echt den Tornado übersehen? Jetzt. Wie beenden wir das? Sollen wir? Die machen keine 5 jetzt. Ja, stimmt. Lieber safe. Vielleicht können wir nochmal Wapapapau versuchen. Das hat leider ein bisschen euer Ding gekillt, oder? Ich bin so gespannt, was er damit meinte. Ich weiß es ja. Echt? Ja, ja. Und ein Bauwerkzeug, was meint ihr damit? Das werden wir noch herausfinden. Oder mit Helmut das zweite. Ich glaube, ich weiß sogar. Ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, was er mit Bauwerkzeug meint, aber ich bin. Aber die Olympischen Spiele. Wir haben Schwimmer. Was er bekannterweise zusammengeschrieben wird? Die Olympischen Spiele. Aber das ist ja nur Pferden. Olympiade hätte ich. Ja, ich bin natürlich dumm, ne? Deswegen habe ich es zusammen. Ist okay, ich habe vorhin bemannte Raumfahrt geschrieben. Ja, ja. Das ist richtig, ja. Hä? Schwimmer und Taucher. Ich klinke erstmal den Schwimmer ein. Es gibt diesen einen olympischen antiken Spieler, der ist gestorben, weil er gesehen hat, wie ein Esel eine Feige gefressen hat. Der ist gestorben vor Lachen. Verständlich, das war echt lustig. Der könnte sich Ricky vielleicht drauf beziehen. Komm, versuchen wir. Oh, dachte ich aber auch, ey. Ich auch gedacht, ja. Was ist denn dann? Da hätte ich mir schon, er hätte dann vielleicht irgendwas mehr Richtung Wasser genommen oder so, aber. Ja. Okay, Fully. Das ist echt beschissene Wörter, Fully. Aber ich auch. Ja. Fully hat aber nur noch 2, das ist das Problem. Irgendwie haben die Jungs trotzdem die Sache geraten. Schnaps. Feige auf jeden Fall. Wieso? Das ist nämlich Feige oder was? Und Vitamin Feige. Vielleicht auch wegen Schnaps, oder? Nee. Red jetzt, lass es noch weiter ein. Vitamine. Also auf jeden Fall Feige. Es gibt da dieses, du bist ja richtig sicher. Es gibt da diese kurzen, die man so trinkt, da gibt es Feige als Geschmack auf jeden Fall. Ich bin halt kein Trinker, oder? Aber lass Feige nehmen. Hab ich gemacht. Sollst du mal ein Video drüber machen, Hockey? Hab ich schon. Nee, Urteil, Lenker, Vitamin. Ja, mit Schnaps nicht mehr an Lenker gehen, ne? Ja, ja, okay, also, ich weiß nicht, um wie viele Ecken er gedacht hat. Er könnte natürlich Lenker machen wegen, ich bin so besoffen, ich kann nicht mehr fahren. Das könnte natürlich schon sein, oder? Er könnte aber auch Force machen, weil man da so Schnaps ab... Also, nee, man macht ja keinen Schnaps ab. Woraus wird ein Schnaps hergestellt? Was ist ein Schnaps überhaupt? Der wird aus, Baum hergestellt. Ja, ach so, ja, dann ist es ja Force, ja easy. Boah, ich dachte echt ey. Teufel. Prinzipiell müsste einfach nur Wasser und Zucker hauptsächlich heißt sein, heißt ein Schnaps irgendwie Teufel echt? Oder so? Ja, ich glaube nicht, also... Ich dachte halt oft oder? Teufel, aber das ist... For real? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie so eine Marke oder so, die so Teufel... Irgendwas ist oder sowas. Ich weiß nicht, gibt es so einen Vitaminschnaps? Gibt's sowas? Boah, ich wünschte, da würde Drossel stehen, das wäre so genial. Steht jetzt zum Urteilsvermögen. Scheiß auf Urteil, wirklich. Also Urteil ist auf keinen Fall. Meinst du, die schaffen 4 Wörter jetzt? Ey, Mave, bei aller Liebe, aber ich glaube, also wenn er wirklich Vitamin bei Schnaps genommen hat, ich finde, Vitamin ist das weit hergewurzelte sogar irgendwie. Ja. Oder Vitamin ist doch meinst, super. Also Monkey, was würde passieren, wenn wir das Raten beenden machen? Dann müssten die jetzt 4 Wörter boah, treffen. Boah, Monkey kann versuchen, 4 zu machen. Ich glaube nicht, dass er schafft. Nee, nicht Monkey, Ricky. Nein, ich glaube nicht. Er hat schon mal die letzten beiden, die er gemacht hat, Bauwerkzeug und Olympische Spiele, da hat Monkey auch nur einen erraten. Ich glaube nicht, dass er jetzt einen hinbekommt, bei dem er 4 macht. Wir können den Raten beenden machen, wenn du willst. Ich okay. Find's. Okay. Ja, weil ich finde Schnaps. Aber schon so. Fully. Ich finde Schnaps zu tricky. Schön. Ich finde Vitamin Quatsch und Lenkers irgendwie. Schön ich ist weiß das. Nicht, was ich den für Wörter gerade. Ich hab scheinbar echt. Schnaps. Nicht ich wünschte, Rick hätte 3 genommen, damit ich wenigstens raten könnte. Ach ja, stimmt, sorry. Stimmt. Gibt's das? Ich bin mir so sicher. Egal, ich bin mir relativ sicher, was bei euch ist. Oh, guck mal, der Teufel. Höllenbau. Gibt's den Schnapsteufel? Sag mir irgendwie, was im Begriff gerade. Mein ja, Fuchsbau. Sehen.
Oh. Warte, Höllenbau. Warte. Warte, meint Fudi mit dem Stopsen gleich den Teufel, wenn wir bei der Hölle sind? Hä? Warte, was meinte Fudi dann? Ich dachte, Fudi meinte den Teufel. Tja. Das ist auch die ganze Zeit. Der Teufel. Ich dachte alle nicht, was Fudi meint. Ich hatte auch hoffentlich. Ich hatte auch drauf, weil es gibt doch den Song. Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Ich glaube, wir waren bei. Das kenn ich gar nicht, Ricky. Bei Fudi waren wir einfach. Bei Fudi waren wir einfach bei jedem Guest bei Teufel, oder? Also wirklich jedes einzelne war, hatten wir immer Teufel angeklickt. Irgendwie schon. Himmel, Kultur, historisch, was ist das? Er ist der Teufel endlich weg. Aber so richtig hat es auch immer nicht gepasst. Also es war ganz komisch. Ja, es war immer so, er könnte sein. Aber gut, dass wir es nicht angeklickt haben. Höllenbau. Ich mach den Fuchsbau, okay. Und dann rate ich, dass Ricky vorhin mit dem. Ja, was hat mit Bauwerkzeug und sowas? Bauwerkzeug. Ich sag das ja, den Lenker meint er. Ui. Okay, beim Lenker dachte ich ja noch, der. Okay, was meint er mit Schnaps? Ich weiß es auch nicht. Er meint Force. Meint den Force? Wieso das denn? Warum? Ah. Okay, Moggy. Okay, warte, pass auf, Ricky. Schnaps? Ja. What does the fuck say? Oh mein Gott. Wirklich, und dir ist bei Fuchs, für Fuchs nichts Besseres eingefallen als das. Scheinbar nicht. Aber er soll einfach rot schreiben können. Ich wäre eher drauf gekommen. Aber komm, das war schon nicht so schlecht. Ach, stimmt, rot. Doch, niemand erinnert sich, wenn dieses Dumme. Pass auf, und ich wollte Bau. Beide scheiße. Baustelle. Ah, Bauwerkzeug. Aber du hast Bauwerkzeug gemacht. Oh. Deswegen Baustelle. Ja, das und Werkzeug der Nagel. Was war bei Helmut? Miteinander machen können. Fully, wieso Helmut? Vorhin, Helmut war Helmut Kohl und Teufel gemeint. Gibt's nicht irgendwie den Vorschlag. Ach, Vorschnaps du meine was? Güte. Keine Ahnung, hab ich schon nie gehört. Was gibt's? Fully? Ich dachte irgendwie, das würde zusammenspielen. Aber ich dachte auch irgendwie bei, keine Ahnung, harten Alkohol, denkt ihr irgendwie an den Force. Hockey haben wir für einen Moment lang drüber nachgedacht. Yeah. Und als Morgi die draufwollte, ich dachte ich so, oh nein. Aus Bäumen hergestellt oder so. Und dann war es halt wieder weg. Ja, dann war es komplett weg. Ja. Aber was hast du bei historisch gemeint? Da hatten wir gar nichts. Rom? Bei historisch hatte ich Rom. Ninja? Ninja hatte ich im Sinn. Stahl, weil Stahl ja früh hergestellt worden ist. Und ich hatte den Mond wegen Mythologie. Ich hab die Burg gesehen und ich dachte mir, vielleicht nehmen die nicht als erstes die Burg, ja? Und es Peking gibt so viele hast du auch übersehen. Ja, nein, ja. Peking ist gar nicht, also zumindest der Name der Stadt ist gar nicht mal so. Achtung, und ganz wichtig, Knochen. Ist er tatsächlich. Knochen habe ich nie dran gedacht. Ich habe keine Sekunde dran drüber nachgedacht, dass du Knochen nimmst. Ja, ich bin halt so ein Dino-Freak. Scheinbar. Ja, ich dachte an Menschheitsgeschichte. Man kennt ihn, der Dino-Freak. Ist er wirklich? Ja. Da bin ich halt echt. Aber ja, war eine schöne Runde. Irgendwie habt ihr es geschafft. Obwohl ja, finde ich auch. So wir war. Kamen halt auch noch relativ weit. Wirklich, ja. Die einzige Runde, die ich wirklich bereue, ist die Kappa-Papa-Pau-Runde. Die hätte nicht sein müssen. Das war das erste, was ich eine Runde abgegeben habe, ohne es auch nur zu versuchen. Ich habe es erst, als du es zum dritten Mal vorgelesen hast, da hat es erst bei mir Klick gemacht. Ja, ne? Ich dachte, er liest es nochmal vor. Komm, raff das jetzt. Oh Mann. Aber Ricky, ich fand, wir hatten echt schwere Wörter. Wir hatten wirklich beschissene Wörter. Ja. Okay, und das war soweit eine gute Runde Codenames. Puh, das waren gute Runden. Das waren fürchtliche Runden zum Teil. Sehr knapp, würde ich sagen. Das war schön. What does the fox say? Tschüss. Ja, er sagt tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss. Okay. Tschüss.